Eine junge Frau flüstert lautlos Worte in den Wind. Sie ist auf dem Weg nach Hause. Es war ein langer Tag und eine lange Nacht. Sie wispert, schweigend der Nacht entgegen, weil sie dunkel und verhangen die Straßen versperrt. Sie ist müde, todmüde, von einem schrecklichen Tag, von einer schrecklichen Nacht. Lisa Hayes, die jüngste Ärztin in der größten Klinik in der Stadt am Waldrand. Sie hat ein Herz, so zauberhaft schön wie das Licht der Wintersonnenwende, auch wenn es oft dunkel wird um sie herum. Denn Lisa kennt das Leben und Lisa kennt den Tod. Sie sieht jeden Tag, was er anrichtet, was er hinterlässt und was für blutige Spuren er zieht. Menschen sind gestorben, Menschen haben überlebt und wollten nicht mehr weiterleben. Menschen haben zu leben begonnen und sind dann plötzlich doch noch gestorben. So viel Tod in so kurzer Zeit, so viele Lebensgeschichten auf so wenig Seiten. Vielleicht, ganz vielleicht, vergeht die Zeit unsichtbar. Wir dürfen nur nicht hinsehen.